Also der Moment, wo meine Kollegin mich angesprochen hat, war wichtig, aber war sicherlich nicht der Punkt, wo es bei mir Klick gemacht hat. Ich habe insgesamt 3 Klinikaufenthalte absolviert und nach den ersten beiden Klinikaufenthalten hat es immer noch nicht Klick gemacht. Also das ist wirklich sehr spannend. Ich habe wirklich gedacht, nachdem mich meine Kollegin angesprochen hat, okay, da gehe ich jetzt halt in die Klinik und nach 6, 7 Wochen gehe ich da wieder raus, wie so ein Beinbruch, und dann ist es wieder gut. Also mir war dieses Ausmaß der Krankheit und was da alles dahinter steckt, die Ursachen und auch ganz viele persönliche Dinge, das war mir, dieser Ausmaß war mir nie, 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 nie bewusst. Also vielleicht 3 Jahre danach auch immer noch nicht. Und ich habe nach dem Klinikaufenthalt, nach den ersten beiden, auch immer wieder ziemlich schnell Rückfälle bekommen im Alltag, weil ich auch die Nachsorge nach der Klinik nicht so ernst genommen habe, weil ich gedacht habe, naja, in der Klinik funktioniert es, dann wird es daheim auch funktionieren, aber das ist halt nicht so. Daheim fängt eigentlich erst die richtige Arbeit dann an, dass man das, was man in der Klinik gelernt hat, dann auch wirklich umsetzen kann und stabil hält. Und das ist mir dann wirklich erst nach dem Klinikaufenthalt mit Arnold dann zusammen gelungen. Und in der dritten Klinik kann ich sagen, da hat es dann Klick gemacht. Da war dann aber auch, das war ein umständliches, man kann jetzt pauschal nicht sagen, dann macht es Klick. Ich glaube, das waren viele Puzzleteile, die dann irgendwie sich zusammengefügt haben und der richtige Moment mit den richtigen Menschen da vor Ort, die dann zu diesem Knotenlösen geführt haben. Aber so eine Musterlösung gibt es da nicht. Da muss jeder für sich selbst ja, seine Puzzleteile zusammen basteln, damit man zu dem Punkt kommt, wo man so ein bisschen loslassen kann. Also es ist wirklich so ein Gefühl von Loslassen und es löst sich auch wirklich irgendwas. Und ich muss sagen, für mich war die wichtigste Erkenntnis, dass ich loslassen konnte, die radikale Akzeptanz des Lebens und von mir selbst oder auch von Ereignissen, die in meinem Leben passiert sind, die anzunehmen und loszulassen und zu akzeptieren, mich selbst so anzunehmen und zu akzeptieren, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten. Diese Akzeptanz und diese Selbstliebe hilft dann wirklich, ja, die Essstörung loszulassen, weil die Essstörung ist nichts anderes als ein Kampf gegen sich. Und genau den muss man halt aufhören. Und das geht nur mit Selbstliebe und Akzeptanz. Ja.